Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekirche.de. Ich wurde gerade eben gefragt, wie man die Hintergrundbeleuchtung der Logo dauerhaft ein- und ausschalten kann. Im Prinzip ist es relativ einfach. Ich kann es mir hier zeigen. Ihr seht es aber auch links oben im Bildrand. Also mit F1 würde ich jetzt dauerhaft einschalten. Mit F2 würde ich dauerhaft ausschalten. Das Ganze geht hier in der Logo. F2 und F1. Wie funktioniert das Ganze? Eigentlich kinderleicht. Ihr braucht eine F1, eine F2-Taste, ein Selbstschalterrelais und einen Anlaufmerker mit der passenden Beleuchtung, wie ihr sie gern hättet. Ich nehme eben ganz gern weiß, weil ich finde, es ist das Schönste. Genau, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Mit F1 auf Selbstschalterrelais, mit F2 auf den Reset. Man könnte natürlich auch, wenn man das möchte, einfach ein Stromstoßrelais verwenden und das Stromstoßrelais mit F1 verbinden. So, jetzt könnte ich ganz einfach mit einer Taste die Displaybeleuchtung ein- und ausschalten, wie ihr das gerne hättet. So, das war es eigentlich schon. Genau, ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen, da schön deine Beleuchtung zu steuern.